MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zu einer Preview. Das hatten wir auf diesem Kanal lange, lange, lange nicht mehr. Eine Produktvorstellung eines Produktes, das noch nicht veröffentlicht worden ist. Und ich find's geil. Ich find's geil, dass wir das wieder haben. Ich find's geil, dass wir das machen können. Und ich freue mich total. Vielen Dank an dieser Stelle an Halicon für den Key, der mir zugesendet wurde. Und der ein oder andere wird es schon gesehen haben. Es geht natürlich um das bald erscheinende Add-on Berlin Linie 300 mit dem Solaris Urbino 18 Electric. Hier steht das gute Stück. Und ich möchte ein paar Sachen vorher direkt sagen. Also, es handelt sich hier in diesem Video um eine Beta-Version. Der aktuelle Stand ist der 5.2.2024. Bis zum Release kann sich alles Mögliche verändern. Am Bus, an der Karte, an der KI, Ereignisse etc. pp. Es können Fehler in diesem Video auftreten. Fehler am Bus, an der Karte. Egal wo, das ist völlig normal. Wir wollen dieses Video einfach nutzen, um zu zeigen, wie weit Berlin 300 aktuell ist, was euch erwartet, wenn ihr dieses Add-on kauft und wie viel Spaß man auf Berlin Linie 300 haben kann und mit dem Solaris Electric natürlich. Es wird lediglich die Gelenkvariante, also der Urbino 18 Electric, mitgeliefert. Es gibt keine Solo-Variante. Der Preis ist mir nicht bekannt. Der stand nicht in der E-Mail. Und es stand auch noch kein genaues Release-Datum in der E-Mail. Aktuell wird, Gerüchte halber, der 19. Februar gehandelt. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Meine Information ist Februar 2024. Das kann der 19. sein, das kann der 18. sein, das kann der 20. sein. Das kann auch der 29. sein. Dieses Jahr habt ihr Glück, denn wir haben ein Schaltjahr. Also es gibt den 29. Februar dieses Jahr. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, ihr findet in der Videobeschreibung einen Link, der führt euch zur Wishlist. Dieses Add-on könnt ihr euch schon auf die Wishlist setzen bei Steam, dann verpasst ihr auf keinen Fall den Release und ich empfehle euch, in die Webdisk zu schauen. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet und eine kleine Spitze muss ich mir erlauben in Richtung Halicon. Ich bin begeistert, dass es im neuen Jahr endlich geklappt hat. Im alten Jahr hatte ich schon darum gebeten, mich doch bitte, bitte, bitte in den Presseverteiler aufzunehmen und wenn es was Tolles zu zeigen gibt für die Community, mich doch bitte zu berücksichtigen. Das hat im alten Jahr nicht immer ganz so geklappt. Oft auch, weil man keine Preview-Keys vergeben konnte. Habe ich vollstes Verständnis für. Aber ich bin halt auch seltener bei Release-Keys berücksichtigt worden, obwohl man ja mittlerweile weiß, dass ich gerne was zeige und dass ich schaue, dass ich das wirklich neutral bewerte, sowohl mit Lob als auch mit Kritik. Liebes Halicon-Team, erlaubt mir diese Spitze. Ich finde es klasse, dass es dieses Jahr zum Start 2024 geklappt hat, denn ich habe den Key ungefragt geschickt bekommen und ich finde das total toll. Ich habe eine E-Mail bekommen, da war der Key drinne zur Videoproduktion, zur vorzeitigen Produktvorstellung und ich habe mich mega gefreut. Ich finde das total toll, dass es jetzt auch mit Halicon so gut funktioniert, dass ich jetzt nicht nur im Presseverteiler so weit wohl drinne bin, dass ich einen Key bekommen habe, ohne dass ich selbst aktiv werden musste, was ich auch zukünftig gerne mache, wenn es sein muss. Nein, sondern es ist auch eine Preview. Und ich liebe Previews. Ich mag das total. Deswegen schauen wir uns das Fahrzeug erstmal von außen an. Ich kenne das Fahrzeug aus der Realität. In Bonn ist der Solaris Urbino 18 Electric nämlich schon eine ganze Weile unterwegs. Und was ich von außen sehe, muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut. Denn so kenne ich ihn auch aus Bonn. Denn das hier, dieser Abschnitt, irritiert mich immer wieder mit dem Gelenk. Ich finde es aber ehrlich gesagt schöner so,
als wenn das Gelenk hier mittels eines Bogens oder so auf Höhe der Designelemente gezogen wäre. Das fände ich ein bisschen komisch. Man erkennt sehr gut und schön und detailliert die Akku-Packs, Klimaanlage, die Verkabelung und den Panto. Da ist er. Das müsste er sein. Die. Gut, warum sich jetzt meine nette Dame aus dem Hintergrund meldet, weiß ich nicht. Das ja, macht aber nichts. Sehr schön verarbeitet. Wie gesagt, auch hier können jetzt noch ein paar Fehler auftreten. Wir befinden uns hier in der Beta-Phase. Sowohl an der Karte als auch an dem Fahrzeug wird immer noch aktiv arbeitet. Urbino 18 Elektrik. Berlin unterwegs für eine neue Mobilität. Kleiner Hinweis, ich fahre heute mit den FLOMSI-Einstellungen nach wie vor. Nur so, was die Performance angeht, aber auch hier wieder der Hinweis, es ist eine Beta-Version und auch an der Performance kann es hier und da ein wenig hapern. Bevor wir uns den Fahrerarbeitsplatz anschauen, der den einen oder anderen etwas irritieren wird, weil hier die meisten Knöpfe einfach fehlen, springen wir mal kurz in den Innenraum und wir sehen Berliner Vorbild, nachgebaut, ganz klar Solaris. Und was wir auch sehen, die Lizenzen sind da. Also ihr bekommt das Fahrzeug mit Solaris Logo und Schriftzug und allem drum und dran. Bei Chrisley war das ja damals nicht der Fall bei der Urbino Stabus Familie. Hier hat man das geschafft und hat die Solaris Lizenz bekommen. Wir schalten auch mal das Licht ein. Auch das sieht ganz nett aus. Haben jetzt allerdings noch keine Vollbeleuchtung. Das liegt daran, weil ich die Elektrik noch nicht eingeschaltet habe. Ansonsten haben wir schöne, scharfe Texturen. Nicht zu scharf, nicht zu performant. Wie sich das gleich auf das Fahrverhalten bzw. auf das Performance-Erlebnis auswirkt, das werden wir sehen. Ansonsten gefällt mir das ganz gut. Was mich ein bisschen irritiert, sind die Scheiben hier. Die könnten etwas durchsichtiger sein. Habe ich aus der Realität auch etwas durchsichtiger in Erinnerung. Ob die in Berlin so, ich sag mal, weiß oder milchig sind, weiß ich nicht. In Bonn sind sie es auf jeden Fall nicht, das kann ich euch sagen. So, der Kerl da wird jetzt Probleme machen. Nee, wird er nicht. Das ist ja praktisch. Ich bin eben testweise einen kleinen Meter vorgefahren, um nicht komplett im Video zu scheitern. Und cool, jetzt kommt er vorbei. Wir stehen übrigens an der Warschauer Straße am Wendeplatz. Das nur ganz nebenbei. Und meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ansonsten sehr schön gemacht. So gefällt mir wirklich gut. Klappsitze. Ich leider nicht klappen kann. Schade, würde ich mir wünschen, dass man die noch runterklappen kann. Ich mache hier gerade alles Learning by Doing. Es gibt in dieser Preview noch kein fertiges Handbuch. Das finde ich ja nett. Ja. Das sind die Flyer von der BVG. Wenn man schon diese Textur nimmt, also ich finde es ja okay, dass man hier einfach einen Block nimmt, um einzelne Flyer darzustellen. Es ist einfacher darzustellen. Aber dann hätte man doch bei der Textur einfach hier ein paar Schatten reinmachen können, dass es so aussieht, als wären es einzelne Flyer. Gut, ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber so ein Riesenblock, finde ich jetzt irgendwie nicht so schick. Da hätte man doch tatsächlich noch den ein oder anderen Pinselstrich ziehen können, einfach immer weiter parallel. Dann hätte es ausgesehen, als wären es einzelne Flyer. Und dann, das ist sehr einfach schöner aus. Ansonsten Piktogramme, alles vorhanden, so wie es sich gehört. Schöner Faltenbalk, gefällt mir von innen sehr gut. Haben wir da eine Ansicht? Ja, da haben wir auch eine Ansicht. Sehr schön. Sehr detailliert ausmodelliert. Bin gespannt, wie er sich gleich während der Fahrt so anstellt. Hinterer Bereich. Wir haben hier im Urbino Elektrik tatsächlich keine Office-Bestuhlung, sondern eine ganz normale Reihenbestuhlung. Finde ich interessant. Die Fahrzeuge in Bonn haben eine Office-Bestuhlung, wenn ich mich recht entsinne. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin schon ein paar Wochen nicht mehr damit unterwegs gewesen. Ich meine aber, sie hätten eine Office-Bestuhlung. Hier gibt es eine Reihenbestuhlung, macht aber nichts. Sehr schön auch dann hier der stehende Motorteil und dann die Dreierbank verbaut. Nothammer,
haben wir alles an Bord. Klappfenster kennen wir auch alles. Die sollten auch Sound haben. Ah, haben sie, kennen wir doch. Bum, bum, bum. Ja, Nothelme hatten wir schon. Natürlich Klimaanlage. Kamera überwacht sind die Fahrzeuge auch. Man hat hier schon auf Details geachtet. Einen Nothahn haben wir auch. Dieser Nothahn funktioniert allerdings nicht, stelle ich fest. Finde ich sehr schade. Ist mittlerweile bei den OMSI-Fahrzeugen in der Regel üblich, dass der Nothahn funktioniert. Aber gut. Dann natürlich, so wie es sich gehört, Innenanzeigen, sowohl in die eine Fahrtrichtung als auch entgegen der Fahrtrichtung. Habe ich in der Realität so auch schon bei anderen Herstellern gesehen. Das scheint mittlerweile bei den Herstellern Trend geworden zu sein, dass man sagt, okay, wir bauen für die Fahrgäste, die rückwärts fahren, in Anführungsstrichen, dann auch nochmal ein Fahrgastinformationssystem ein. Finde ich persönlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Kann man machen. Ich fahre im Solaris interessanterweise ganz gerne mal rückwärts. Ich weiß nicht warum. Hinten haben wir natürlich auch das Fahrgastinformationssystem, so wie es sich gehört. Und ansonsten natürlich die Innenausstattung eines aktuellen Urbino 18. Man kennt das so ein bisschen von dem Düsseldorfer Urbino 18. Das ist ja vierte Generation. So, Fahrplan ist auch klar. Wir starten um 9.46 Uhr an der Warschauer Straße. Und dann geht das richtig rum hier. Rummelsburger Platz, Ostbahnhof. Weiter über die Janowitzbrücke, den Alex natürlich. Alexanderstraße sowohl als auch über den Alexanderplatz. Das Rote Rathaus ist dabei. Die Museumsinsel unter den Linden, wer hätte es gedacht. Mohrenstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Platz natürlich. Variant-Freistraße und wir enden dann an der Philharmonie Süd. Dürfte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Auch hier die Wagennummer. Wir haben 43 Sitzplätze, 61 Stehplätze und 2 Rollstuhlplätze. Auskünfte nur bei Halt. Das ist das Moderne. Während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. So, jetzt starten wir einmal die Elektrik. Und jetzt wird's spannend. Ja. Ah. Und nochmal drücken. So, Solaris, Solaris, Solaris. Und jetzt, wie von Zauberhand, erscheinen die Knöpfe. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich das einfacher gemacht hat, sondern es ist tatsächlich so, das ist das neue, hochmoderne Solaris-Dashboard, das zu, ich sag mal, 95% Touchscreen bedienbar ist. Stellt man sich die Frage, gut, wenn jetzt die Elektrik im Eimer ist oder sonst was oder ein Touchpad geht kaputt aus irgendeinem Grund, was mache ich denn dann? Ja, kann man drüber diskutieren, aber die Digitalisierung macht auch vor Busherstellern nicht halt so einfach wie möglich, so günstig wie nötig. Es ist wartungsärmer, es ist somit auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, kostenreduzierend, man hat nicht mehr die ganze Verkabelung aller Knöpfe und Relaisschaltungen etc. pp. Verteilerkästen. Man kann sehr, sehr viel Platz sparen, indem man es einfach mit der digitalisiert und auf den Tablets spiegelt. Zudem macht es das natürlich einfacher, Software-Updates einzuspielen und theoretisch könnte man sich wahrscheinlich noch dieses Layout irgendwie anpassen, wenn man denn will. Das Lenkrad ist so im Solaris verbaut. Ich persönlich finde es nicht so schön, aber das ist Geschmackssache. Wir haben hier auf dem Tablet alle Anzeigen, die wir brauchen. Den Akkuladestand, dann Bremsen mit Baranzeige, finde ich sehr schön. Tachograph, ganz klar. Temperatur im Bus, Temperatur außerhalb. Soll wohl so sein? Ja, soll wohl so sein. Ladestand, dann natürlich die ganzen Info-Displays, also die ganzen Info-Anzeigen für den Bus und natürlich die Anzeige zwecks Bremse, also Haltestellenbremse gesetzt, welche Türen geöffnet sind. Knöpfe ist auch ganz klar, Innen- und Beleuchtung und habe ich ein Bing gemacht. Ach, wenn ich das mache, kann ich dann das Licht einschalten. Guck mal. Oh, es macht auch immer Bing. Die Aufnahme ist sehr nett. Allerdings noch ein leichtes Hintergrundrauschen beim Bing. Ah, und so schalten wir es auch wieder ab. Ah, guck mal.
Ja. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich die Vollbeleuchtung angemacht. Guckt mal hier. Schönes LED. Gefällt mir. Innenanzeige funktioniert auch. Allerdings, wir haben noch nicht geschildert. Das machen wir gleich. Lüfter, Heizung. Alles selbstverständlich. Den Panto können wir allerdings nicht selbstständig heben und senken. Das funktioniert nicht. Lenkrad kann ich wegklicken. Ich wollte nämlich gerade sagen, das hätte mich jetzt geärgert. Das dürfte nämlich hier der Panto auf und Panto ab sein, um zu laden. Ist, denke ich mal, theoretisch in OMSI umsetzbar. Ob man es braucht oder nicht. Ich habe noch keinen Betriebshof für OMSI jetzt gesehen, der das möglich macht. Dann der Standard-Schulbus-Schalter. Der funktioniert auch. Das ist dann natürlich der Warnblinker. Der jetzt eigentlich blinken sollte, oder? Warum blinkt der nicht? Ach, er blinkt hinten. Aber vorne nicht. Leute, beim Schulbusschalter blinkt der Blinker vorne nicht. Okay, ja, muss er theoretisch auch nicht. Ist ja eigentlich nur, um hinten zu signalisieren, aber lassen wir es mal. Wenn ich den normalen Blinker nehme, der blinkt natürlich, wechselt sich mit dem Tagfahrlicht ab und Warnblinker funktioniert auch. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Hätte mich jetzt auch gewundert. USB. Das ist eigentlich dann der Knopf, um die USB-Schnittstellen freizuschalten bzw. zu sperren. Also hier die schönen Knöpfe. Auch sehr schön, sehr detailliert gemacht. 5 Volt. Er lädt sein Handy heute noch mit 5 Volt. Ist egal. Genau, Kneeling aufheben, dann Rollstuhl. Ah nein, er hat keine Rampe, die man elektrisch ausfahren kann. Und dann kann ich den. Ich kann es auch wieder zurücknehmen. Dann natürlich Kneeling, sag mal, Notfallaufhebung. Türflügelsperre und ja. Ah, das müsste die Schließen aller Türen sein. So, und dann natürlich Gänge. Ist auch klar. So, wir werden einmal schildern. Ihr habt jetzt bei mir gesehen, bei der Initialisierung, wir müssen jetzt gleich los, das macht aber nichts. Ihr habt bei der Initialisierung gesehen, dass das Atron sofort da war. Ich sage euch, wenn ihr den Bus das erste Mal hochfahrt, initialisiert, das Atron dauert, das braucht eine Minute, das macht aber nichts. Dann einfach hier oben draufklicken, die Karte einlesen und dann funktioniert das. PIN ist 4321. Ja, seht da, dann 300 und wir haben die Route 2. Und dann Enter. Ah ne, okay. So. Jetzt packe ich mir den Lenkrad wieder rein. Und drücke nochmal E. Jetzt habe ich den Motor gestartet. Nehme ich die Bremse raus. Drücke D. Und jetzt habe ich wieder irgendwas gedrückt und deswegen fährt er nicht. Jetzt habe ich den gedrückt. Ah, das ist übrigens die zentrale, also die Türfreigabe war das. So, was habe ich denn jetzt wieder für einen Knopf gedrückt, was dir nicht gefällt, mein Bester? Er gibt mir eine Warnung aus. Habe ich gut gemacht, ne? Oh, da leuchtet das N noch, wenn ich auf D dann gehe.
Ach, jetzt habe ich wieder irgendwas gedrückt, was nicht. Beide Türen öffnen. Wieder schließen. Was hat er? Er will nicht fahren. Warum nicht? Kann ich den zurücksetzen hier? Nee, kann ich nicht. Jetzt fährt er. Hat er keine Power gehabt? Hat er keinen Vorratsdruck? Was hat er denn? Weiß man noch nicht so genau. Habe ich nochmal E gedrückt? Okay, ich gehe der Sache mal auf den Grund und mache euch mal kurz die Pause rein. Okay. Scheint der Vorratsdruck zu sein, weil... Jetzt gebe ich Gas, jetzt fährt er. So. Die Sicht ist ein bisschen sehr weit hinten, wenn man mich fragt. Da könnte man ruhig ein bisschen... näher ans Dashboard ran. Ich könnte das jetzt mit Auxi machen. Mache ich aber nicht. So, wir fahren an die Starthaltestelle. Und ja, der Solaris klingt so. Das, muss ich sagen, gefällt mir. So, wir haben erreicht. Und jetzt schildern wir. S und U. Warum schildern wir Warschauer Straße? Nein, das soll er doch gar nicht. Da soll er genau was anderes schildern. Okay. 300. Route 1. Ich habe wieder falsch rum gemacht. Die einen werden es wahrscheinlich schon gecheckt haben, werden sich gedacht haben, haha. Was? Keine gültige. Keine Bestätigung vom RBL. Was denn? Ach. 0300. 1. Das ist ja genau falsch rum. Dann war das doch eben richtig. Dann hat er mich doch jetzt wieder verkackeiert. Also ihr seht, es gibt hier noch so die einen oder andere. So. Ach. Warum willst du das nicht? Nimm das doch jetzt. Halt die Sesam. Nein. Nein. Zwei. Aha. Jetzt geht's. Tiergarten Philharmonie. So. Wie gesagt, Fahrplan ist uns egal. Es ist alles jetzt learning by doing. Ich muss die Kasse noch einsetzen, ne? Ne, ist schon. Hallo. Hallo. Wenn Sie mal einmal pünktlich werden. Nee, kann ich nicht. Jetzt haben wir wenigstens direkt so den Berliner Humor, ne? So, man kann übrigens bei dem Fahrzeug nichts ändern, jetzt Z war. Das nur mal so nebenbei. Aha, na, losfahren geht wenigstens sofort. Sollte mir noch Hilfspfeile einblenden. Weil mit Omni-Navigation ist hier noch nichts. So. Tada. Also je nachdem, wie schnell man fährt, der klingt ein bisschen wie eine Rakete, aber der klingt in der Realität auch so. So oder so ähnlich. Also er ist sehr, sehr nah am Original. Ich habe das erste Mal im Solaris Urbino Electric gesessen und habe gedacht, okay, ISS, ich komme. Na hier, schön Baustelle.
Es ist gewöhnungsbedürftig, dass man keinen Motorsound hört, ne? Ich sehe E-Scooter, das gefällt mir. Boah, es ist richtig kalt. Hallo. Morgen. Eine Tageskarte, bitte. Tageskarte. Danke. Ja, kalt. Einmal kurz. Was heißt denn kalt? Ist aber doch an hier. Ah. So. Die sind ja viel zu spät gekommen. Ja, und das gibt dir jetzt einen Grund, sich zu beschweren. Hier funktioniert alles. Hoffe, dass das mit den Ansagen jetzt klappt. Also wenn ich alles richtig gemacht habe und es so läuft, wie es laufen soll, dann kommen gleich auch Ansagen. Wenn wir jetzt keine Ansagen haben, dann tut's mir leid. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt ans Laufen gekriegt habe. East Side Gallery. Ui. Okay, wir haben zwar nicht die Berliner Originalansagen, aber ich finde das auch ganz nett. Das klingt authentisch. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es nicht die Original-Berliner Ansagen sind, ja. Dann würde ich sagen, okay, kann man nehmen. Kann das sein, dass der Taster hier auch jetzt dunkler geworden ist? Zu spät sind sie mal wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Immer kommen sie zu spät. Oh, guck mal, wir sind noch auf 64%. Das ist ja auch interessant. Das heißt, Ladestandskapazität sinkt auch. Das ist ja okay. Ah, okay. So, und das ist ja jetzt mal so ein Berliner Ding hier, ne? Oh. Palette hier vom Spezi wahrscheinlich. Ich habe, wie gesagt, die Texturen sind jetzt nicht die schärfsten. Das liegt nicht zwangsläufig an der Karte. Das liegt ein bisschen an meinen Einstellungen. Aber hier, ne, so typisch. Mezzomix, Geroldsteiner, Mischkasten und hier früh. Seht ihr, nix Berliner Kindl oder sowas. Hier wird früh getrunken. Das Jute Kölsch. So ist es richtig. So, das gibt einen Pluspunkt für die Entwickler. Wie gesagt, Fahrplan interessiert uns nicht. Wir machen das hier ganz gemütlich. So, aktuell als KI C2 unterwegs, I see. Rummelsburger Platz. Doch, die Ansagen gefallen mir gut. Ich finde die fast schon netter als das Original. Wem gehört denn das Stimmchen? Also wenn das Stimmchen dieses Video sieht, liebes Stimmchen, melde dich doch mal in den Kommentaren. Das klingt wirklich gut. Es gibt natürlich nur die 300 in diesem Add-on, jetzt keine andere Linie oder sowas. Finde ich persönlich aber jetzt gar nicht so schlimm. A, kann man die 300, wenn man da richtig Bock drauf hat. Boah! Okay, Martin Horn. Ja, kann man. Ja. Gibt's schönere. Gibt's übrigens auch online sehr, sehr schöne Sounds fürs Martin Horn. Das klingt ein bisschen wie Dorffeuerwehr. Ist nicht böse gemeint, aber hat mit einem Stadt. Mit einer Feuerwehr aus der Stadt, mit Rettungswagen aus der Stadt eher weniger zu tun. Aber gut. Ist echt schön gemacht hier, ne? Plattenbau. Guten Tag. Guten Tag. Er nielt auch. Gut, breite Heckmatrix. Wir können drüber streiten.
Ich will mich da aber jetzt nicht drüber streiten. Ich will mich jetzt aber auch nicht blamieren. Das ist die Spree, ne? Ja, klar. Ja, bitte. Also. Oh, mit Bötchen. Guck mal, mit Bötchen. Ich finde dieses Bing immer sehr schön. Das erinnert mich irgendwie an Windows. Ich habe hinten die Lügen noch offen, deswegen geht gerade nichts. Natürlich toll. So. Ah, rumpelt ein bisschen. Haltewunsch, okay. Ah, Kamera haben wir auch da, seht ihr? S-Bahnhof, Ostbahnhof. Ja. Kamera. Und von der Performance her finde ich das völlig in Ordnung. Ah, beschmierte Mauern. Oh, ich habe einen grünen Pfeil. Ich darf rechts abbiegen. Ich fahre. Fahre ich wieder Audi. Ja, ja, halt. Boah, fährt der Scheiße. Der fährt, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ach, gar nichts. Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Nein, ich bin das Mario. So, wir sind am S-Bahnhof. Meckes. Ah, jetzt schaltet sich übrigens die Heizung, Klima dazu. Also ich war hier noch nie an diesem S-Bahnhof. Ich weiß nicht, ob es so aussieht. Aber es sieht gut aus, gefällt mir. So mit dem Reisebus da vorne auch. Ja, okay. Ja, guck mal, hier, da. Da ist der Pfad ein bisschen tief. Und ich hätte ein bisschen näher rangekommen, ne? Dann können die auch einsteigen. Ah, guck mal. Die versinken im Bordstein. Die kommen ja viel zu spät. Und deswegen finde ich Preview-Videos immer so toll. Denn die Entwickler, wenn sie sich das anschauen, die meisten machen das ja, kriegen dann, die gucken sich das an und sehen dann halt auch nochmal Fehler, die ihnen so gar nicht mehr aufgefallen sind. Weil wenn man jetzt als Entwickler und auch als Beta-Team eine Karte rauf und runter fährt, besonders wenn es nur eine Linie ist, dann achtet man auf so viele Dinge, aber auf manche Dinge, ja, auch wenn man drauf schauen will, sie fallen einem halt nicht mehr auf. Stralauer Platz. Stralauer Platz. Ja, überall hier Baum. Ich will sofort aussteigen. Na gut, den obligatorischen Unfall haben wir auch schon gebaut. Mal alles mal gemacht haben. Das ist schon schick hier. Ne? Boah, das finde ich ein bisschen knackig. Aber auch hier mit den Reisebussen. Schön. Finde ich gut, gefällt mir. Ich finde es ja immer faszinierend, wie regenresistent Berliner sind. Also, ich habe es in Berlin ja live gesehen. Es gibt da wirklich Haltestellen an so zentralen Plätzen teilweise. Die haben kein Haltestellenhäuschen, gar nichts. Die haben ihr Schild da stehen und dann ist die Sache geritzt. Übrigens, was ich sehr schön finde, ist die Matrix. Auf dem Bild sieht der Hintergrund viel, viel heller aus. So finde ich das eigentlich vertretbar. Schöne weiße LED ist vertretbar und der Hintergrund ist auch nicht zu hell. Hier darf ich 50 fahren. Übrigens, diese Sackgassenschilder sind von OMSI generiert mit Hilfspfeilen. Die hängen da nicht einfach überall in der Gegend. Wir fahren nicht geradeaus, wir fahren rechts lang. Lichtenberger Straße. Lichtenberger Straße. Da kommt eine große Shell. Ja, die ist richtig groß. Wird es so wahrscheinlich da auch geben.
ist jetzt keine Shell-Tankstelle aus dem Tankstellen-Set oder so, sondern möchte das mal an, auch mit Plakaten. Und sowas immer spannend, so kleine Details. Da hier, ja, Schleichwerbung für die Deutsche Bahn. Jetzt noch schneller von A nach B mit dem neuen ICE Sprinter, okay. Und hier mit jedem Menschen ertrinkt unsere Würde im Meer. Tag des Grundgesetzes. Also man hat sich wirklich Mühe gegeben, bestimmte Sehenswürdigkeiten oder auch Blickpunkte, die es auf der Route gibt, umzusetzen. So, jetzt habe ich F1 gedrückt und jetzt lässt OMSI mich gerade kurz im Stich beim Sichtwechsel. Danke, OMSI. Wie gesagt, Fahrplan juckt mich jetzt nicht. Was ist das? Okay, erinnert mich ein bisschen. Also, das ist ein Schriftzug. Aber wenn man so guckt mit Krönchen und Mund und Augen und so, das hat was, ja. Doch, das ist schön. Doch, ich mag das, wenn man genau solche Blickpunkte, die halt wirklich markant sind, wenn man die in einem Add-on umsetzt. Das gefällt mir. Finde ich gut. Jetzt muss ich natürlich wieder auf den Kritikpunkt Number One gleich gucken. Das war die Unfallmeldung, die meinte ich aber nicht. Straßenschilder. Haben wir Straßenschilder? Ja. Haben wir. Gut. Gefällt mir. Hier, BVG, ganz groß. Das Grüne ist keine Busspur, bin ich mir sicher. Da fahre ich jetzt nicht drauf. Man denken können, dass es eine ist, aber es ist keine. Es ist, glaube ich, ein Radweg. Meine Lichtenberger Straße. Interessante ist, was mir jetzt sofort auffällt, ich finde das Dashboard gar nicht mehr so ungewöhnlich. Im Gegenteil, das verschwimmt für mich so mit dem Fahrzeug an sich. S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke. Dass ich das gar nicht mehr so schlimm finde, besonders wenn man hier nochmal diese, ich sag mal, Sichtkante hat, genau auf Lenkradhöhe. Das sorgt für mich, für mein Verständnis schon dafür, dass das Dashboard, ich sag mal, etwas in den Hintergrund gerät. Jetzt vom Tachomaten, Tachografen, vom digitalen Tacho, wie auch immer ihr das nennen wollt, mal abgesehen. Aber ich empfinde es nicht mehr so als störend. Ja, sind Radwege, sag ich doch. Wollt jetzt hier rechts abbiegen? Geht doch gar nicht. Kann doch erst da vorne rechts abbiegen. Was ist das? Nils Nonstop Nice. Berliner Sparkasse. Aber man hat sich sogar die Mühe gemacht mit den Originalwerbungen. Okay. Also für den einen oder anderen mag das so ein bisschen viel sein mit den Zeichen, dass es da nicht weitergeht. Aber ich finde das eigentlich, ich sag mal, als Hinweis gar nicht so schlecht. Frei nach dem Motto, mehr Pfeile. KI-Verkehr läuft übrigens gut. Habe ich auf anderen Karten schon schlechter gesehen.
Die Baustellen machen es natürlich ein bisschen, ich sag mal, karg. Aber das ist halt Berlin. Ne? Ich habe jetzt, als ich den Key bekommen habe, jetzt auch nicht erwartet, durch Berlins schönste Vorstadtgegenden zu gurken mit Villen und allem, sondern ich habe schon hier Baustellen und Grau in Grau und so erwartet. Also es ist halt Großstadt, ne? Und in Berlin wird halt gebaut wie sonst was. Deswegen gehört das dazu. Richten Sie sich eigentlich auch nach den Fahrzeiten, die da im Plan stehen, oder nicht mehr? Entschuldige mal, in Berlin fährt gefühlt alle 30 Sekunden ein Bus. Also sich hier über den Fahrplan zu beschweren, finde ich jetzt ein bisschen frech. Geh doch zu hinten. Auch Fahrradplätze und sowas, E-Scooter. Wieder Baustelle, wo wir es gerade davon hatten. Also, dieses Martinhorn. Alexanderstraße. So, und jeder, der jetzt in die Kommentare schreibt, dass es Alex, dass es Martinshorn heißt, nein. Ach, guck mal, der fährt auch einfach. Ah. Ja, gut, darf er ja. Ja. Ist das schlimm. Da könntet ihr euch doch ein anderes suchen. Bitte. Es gibt viel schönere im Netz. Glaubt es mir. Was ich sagen wollte. Jeder, der jetzt sagt, es heißt Martinshorn, es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Schaut euch die Definition an. Es heißt tatsächlich Martinhorn. Auch wenn jeder zweite Martinshorn sagt. Ich habe das früher auch immer gesagt. Und habe mich dann mal von einem Sanitäter aufklären lassen. Der zeitgleich auch mein Pfleger im Krankenhaus war. Es heißt Martinhorn. Nicht Martinshorn. Es ist das Martinhorn. So, wir sind an der Alexanderstraße. Ich meine, keinen Haltewunsch gehabt zu haben, also fahren wir weiter. Jetzt kommen natürlich so die großen Dinger wie der Alex. Jetzt bin ich richtig gespannt. S- und U-Bahnhof, Alexanderplatz, Gruner Straße. Aha. So, und hier kennen wir dann natürlich Großbaustelle. U5 müsste das sein, oder U55, ne? So, da vorne ist Saturn. Warum fällt mir das auf? Und mal ein bisschen umschauen. Oh, guck mal. Hier auch wieder diese, ne? Ja, diese Nicklichkeiten. Ich finde das. Ich mag das. Pappkameraden finde ich immer gut. Kann man wunderbar nutzen, um Plätze zu füllen. Sag ich auf anderen Karten auch immer. Funktioniert einfach. Fallen nicht großartig auf. Man nimmt sie nicht überwiegend wahr, aber man nimmt sie schon an dem Punkt wahr, dass man sagen kann, okay, hey, da steht was rum und das ist hier genauso. Finde ich sehr schön. Große rote Bank, Saturn, New Yorker, alles ganz nett. Ich hätte wahrscheinlich längst schon eine Grünphase gehabt, bin ich mir fast sicher. Fahren jetzt links zum Alex. Ja, ist natürlich Großbaustelle. Was soll ich euch sagen? Also, bitte. Wie gesagt, wer jetzt Berlins schönste Landschaft erwartet hat, für den ist das hier natürlich nichts. Das ist Stadtleben pur. Aber das muss auch so sein. Man hat natürlich so den ein oder anderen Flashback zu The Bus, weil es ja doch jetzt am Alex zum Beispiel so gemeinsame Berührungspunkte gibt. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Ich finde es eher total lustig. The Bus hat ja angefangen mit der ganzen Berlin-Kiste
und jetzt zieht Halicon als Publisher nach und andersrum hat Omsi mit Hamburg angefangen und jetzt kommt dann Hamburg für den Bass. Das sind so Dinge, feier ich, mag ich. Ah, ein leichter Performance-Einbruch, das ist nicht schlimm. Und hier hält dann die 248, die 300 und wenn die sie mal einmal pünktlich wären. Ja, wenn ich mal einmal pünktlich wäre, wäre langweilig. Auch hier wieder Omsi-Pappkameraden, sehr schön. Plätze sind gefüllt. Mag ich. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, warum schaut denn der hier bei dem Add-on jetzt so genau hin? Hat er ja bei anderen nicht gemacht. Also das andere sind Freeware-Karten. Da schaue ich grundsätzlich ja nicht so ganz genau hin, was die Karten-Details angehen. Und B, schaue ich hier besonders genau hin, weil es ist halt nur eine einzige Linie. Und ich bin immer so ein bisschen der Meinung... U-Bahnhof, Rotes Rathaus. U-Bahnhof, Rotes Rathaus. Und ich bin halt der Meinung, ich fahre schon mal hier rüber, ein bisschen früh, macht aber nichts. Ich bin der Meinung, schon das dritte Mal jetzt, wenn es sich um eine einzige Linie handelt, dann muss man echt schauen, dass man hier wirklich so viel Detail wie möglich reinbringt, weil es ist halt nur eine Linie, auf die man sich halt auch im Bau konzentrieren muss. Und da will man natürlich, oder sollte man vielmehr, wirklich, ich sag mal, Überzeugungsarbeit leisten, weil es halt nur eine Linie ist, ne? Und hier mit den Baustellen. Also wenn ich Berliner wäre und ich würde hier täglich langpendeln mit den ganzen Baustellen, ich würde ja so die Krise kriegen, ne? Wirklich. Ich würde so die Krise kriegen. Wir fahren rechts. Kommt jetzt die KI? Haha, aber die KI, die hält. Und ich halte nicht. Oh ja, der klingt sehr authentisch. Oh, Bremstest. Funktioniert. Und wieder grün. Da ist das rote Rathaus. Nee, gar nicht wahr. Ach, Omsi. Schock mir nicht. Doch, da ist es wohl. Auch hier, ne? Wieder Pappkameraden, Plätze zu füllen. Schön. Ja, und natürlich hat man so an den großen Plätzen immer Reisebusse stehen. Touris. Was ich für das Add-on hier noch schön finden würde. Hop-on, Hop-off-Fahrzeuge. Doppeldecker mit Hop-on, Hop-off-Werbung. Weil die sind doch in Berlin wie Sand am Meer unterwegs. Also als ich mit Gerd in Berlin war, da haben wir... U-Bahnhof, Museumsinsel. Haben wir gefühlt 1000 Hop-on, Hop-off gesehen. Da ist ein Solaris Elektrik unterwegs. Gucke mal, da ist er. Hallo. Bist du auch 300? Ne, ist 200. Oi. Museumsinsel. Ist ja auch ein neuer U-Bahnhof, ne? Museumsinsel. Ich meine U55. Oh, korrigiert mich bitte, wenn es nicht die U55 ist. Hier allerdings, alles ja noch im Bau, ne? Hier kann man auch schön weit reinschauen. Straßenbahnschienen. Hier fährt aber, glaube ich, keine Straßenbahn. Allerdings, die DFIs funktionieren. No Bus Stop. Okay, no Bus Stop. Ja, sind ja auch Schienen. Hält ja, wenn eine Bahn und kein Bus. Ist die Frage, fährt hier eine Stadtbahn? Fährt hier eine Tatra oder sowas? Wenn ja, cool. Wenn nein, naja, gut, dann ist halt so, ne? Könnte man ja zur Not einfach da hinten eine hinstellen als Static Vehicle. Finde ich ganz nett. Ja, hier wird überall gebaut.
Also das wird sich natürlich jetzt zum Release dann nicht ändern, ne? Die Baustellen sind halt da, die gehören dazu, da muss man ja mit leben. Wunsch, alles klar. Dann fahren wir weiter. Oh, 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 oh. Staatsoper. Ach, guck mal. Ja, was sehe ich denn da? Da war der Doppeldecker. So, Staatsoper. Habe ich nicht mal einen blöden Witz gemacht über die Staatsoper? Weißt, kennt den noch jemand? Weiß das noch? Ich habe irgendwas mal... Irgendeiner Karte, ich weiß gar nicht, ob es auf X10 oder so war. Nicht mal so einen blöden Witz über die Staatsoper gemacht? Ja, Taxibus, Midibus, auch schön. Auch hier, Pappkameraden, finde ich gut. Geht die zweite Tür automatisch eine zu? Eine Fahrkarte, ich bitte. Ich glaube, ja. Wenn ich die Freigabe rausnehme, ne? Ja, seht ihr? Und das war eben mein Problem. Ich habe die Freigabe rausgenommen und habe dann aber den Knopf für die zweite Tür nochmal gedrückt. Deswegen ist die immer wieder aufgegangen. Blade bin ich. Was war das denn? Ah, okay. La 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 la. U-Bahnhof unter den Linden. Unter den Linden. Auf der 300 nachts um 12:30, ob du Werkzeug hast oder auch keins. Eine Baustelle hier, eine Baustelle da. Auf der 300 nachts zum 12:30. Du gehst feiern, doch ich leider nicht. Ich mach hier die Fuge noch dicht. Für den U-Bahnhof. Ja, ja. Straßenschilder habe ich gesehen, haben wir. Laternen haben wir überwiegend auch, habe ich gesehen. Ja. Alles, was ich bisher an Laternen gesehen habe, reicht für Beleuchtung auf jeden Fall aus. Ah, ist schon nett. Das ist schon toll gemacht. A, Haltewunsch, B, Fahrgäste. Ah, wenn ich die Türfreigabe reinmache, öffnet die hintere Tür auch. Ja, das, ja. Sind Sie hier der 18er? Nee, die 300. Kannst du nicht lesen? Sind Sie zu spät? Ja, ich bin zu spät. Ja, das weiß ich. Die 100 hält hier übrigens auch. Ich bin viel zu spät. Und weißt du, wem es egal ist? Genau, mir. Wir ziehen auch direkt rüber. Ja, hier ist auch ein bisschen was los. Bärenstraße, Wilhelmstraße. Bärenstraße, Wilhelmstraße. Aha. Das ist so eine Kreuzung, ne? Also,
stehst du dann trotzdem im Gelenk da mit dem Druff. Das ist doch kacke. Ja, aber gut. Man beschwere sich beim Straßenplaner da hier, so Architekt. Was ist das denn? Simulation4u.de Schleichwerbung und Saturn. Und da ist Aerosoft, habe ich auch gesehen. Ah, schön dezent gemacht, gefällt mir. Was ist das, Uzi? Oh, Opa. Werbung für die Opa. Also nicht für den Opa, Werbung für Opa, sondern Werbung für die Opa. Da ist schon wieder so eine... Die sind mir vorher gar nicht so aufgefallen, die Säulen, aber guckt mal. Der fährt uns hier die ganze Zeit hinterher, der arme Keks, ne? Guckt mal. Hier überall Schleichwerbung. Cool. Mit Preisangabe. Das ist ja mal nett. Aber das ist eine Idee. Für Werbung ist das doch völlig okay. Mal machen. Was steht heute in der Bild? Okay, also den Bildkasten habt ihr gut getroffen. Pocher rechnet mit Ex-Frau ab. Das ist ja sogar noch, ja, gar nicht mal so schlecht. Ist, glaube ich, noch die alte Ex. Ja, der Expresskasten, der ist nicht so gut getroffen mit dem Express-Logo, aber ja. Nehmen wir mal so dahin. Da steht schon eine leere Palette rum. Okay. Jetzt bin ich aber rot gefahren. Da steht ein Hänger rum. Auch Pappkameraden. Ja, das hat man trickreich gemacht. Wenn man aus der Ferne schaut, dann könnte man meinen, man blickt in die Ferne. Gut, ich habe jetzt nicht die schärfsten Texturen eingestellt, zugegebenermaßen. Aber das, ja klar, kann man so machen. Ich bin persönlich kein Freund von so Backgrounds. Aber gut. Ist halt so. Seien Sie doch mal pünktlich. Also das kann jetzt Schattenwurf sein, aber ich erkenne hier irgendwie Glubschaugen und sowas. Also könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt. Eine Figur. Jetzt sind die Texturen so. Wenn ich da ranzoome vielleicht? Das hilft nichts. Harry Potter oder was? Bahnhof Mohrenstraße. U-Bahnhof Mohrenstraße.
viel zu viel Polizei. Was war denn? Ach, guck mal, sogar so kleine Plakate hier, Kaufland und sowas. Aha. Ja. Das ist aber nett, dass ich grün kriege. Zu freundlich, zu gütig. Oh, und hier auch wieder grün. Schön. Zu spät. Egal. Ich habe Spaß auf dem Add-on. Es ist, wie gesagt, eine Linie und dann guckt man natürlich. Da sehe ich doch. Was ist denn das? Ich habe doch nichts genommen. Ja, okay, das sind Schatten, ne? Das sind Fototexturen. Da kann man sich sonst was einbilden? Aber bei dem einen hätte ich gesagt, der Schatten hat Harry Potter geworfen. Leipziger Straße, Wilhelmstraße. Leipziger Straße, Wilhelmstraße. Nein, schon fast da. Ja, dann kommt noch Potsdamer Platz. Ja, nur noch fast da. Himmel her. Finde übrigens sehr schön die Innenanzeige, dass sie in schwarz gehalten ist und nicht in weiß, sondern schön in schwarz invertiert. Das macht sie wesentlich besser lesbar. Ah, da hat er die 300 nicht ordentlich abgelöst. Das macht aber nichts. Ich sehe es jetzt auch nicht ein, den Vorfahren zu lassen. Ja, wie bist du denn drauf? Ja, Thema erledigt. Toll, super, danke. Ja, hier sieht natürlich ein bisschen leer aus mit diesem Weitblick nach hinten, wobei man sagen muss, Vorsicht, von wegen Weitblick nach hinten, da geht's weiter. Omsi hat das halt noch nicht geladen, wegen meinen Einstellungen. Also das, nicht mein Hintermann jetzt losgeworden. Ja, weißt du, alles ramm ich weg, ne? Alles ramm ich weg. Aber mein Hintermann, den nicht. Ich muss sagen, der Sound der vorderen Tür, den könnte man ein bisschen leiser machen. Der ist schon ein bisschen sehr laut. Das da hinten müsste nämlich jetzt nachladen. S- und U-Bahnhof, Potsdamer Platz. Da ist es passiert. Hat es nachgeladen, seht ihr. Ah. Welche Stadt? Wir fahren mit der Straßenbahn nach Haus. Mit Auto, das lief schon. Man will noch nicht jung. Wir sind schön, man bliebe noch jetzt eh. Ja, S- und U-Bahnhof, Potsdamer Platz. Und wieder gut. Varian-Freistraße, Potsdamer Platz. Varian-Freistraße, okay. Alles gut. Bahnhof Potsdamer Platz. Wird schön.
Berlin auch das, Berlin auch das. Ach, das ist wieder so eine markante Berlin-Werbung, ne? Ja, ja. Mich nervt das jetzt, dass ich weiß, dass der C2 da die ganze Zeit hinter mir her tuckelt, ne? Aber gut, da muss ich mit leben. Komm jetzt nicht, ja, halt so. Ja, irgendwas habe ich gerammt. Ach ja, ich habe ja den Gegenverkehr eben gerammt, ja. Witzig. Irgendwas habe ich gerammt. Ja, nee, ist klar. Schaut euch mal an, das ist schon schön gemacht. Hier alles, ne? Wow. Der fährt aber knapp hier an mir vorbei. So, wenn wir gleich zum Fazit kommen. Ich habe jetzt gedacht, ich treffe den LKW, echt. Das ist schön. Philharmonie Süd. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. This bus terminates here. All change, please. Ah, guck mal, ein Stapelgabler. Cool. Wie ist der da hingekommen? Und da ist sie wieder. Diese Litwasssäule. Schön. Na, Philharmonie. Summer Party. Aha. Auch hier Pappkameraden. Hübsch. Oh, hier auch wieder diese Litwasssäule. Ich mag das. Ich finde das ist eine gute Idee. Das muss man einfach so sagen. Das ist eine gute Idee, um Werbung zu machen. Aber haben die auch hinten drauf was? Also das, was man jetzt nicht in Fahrtrichtung so sieht. Jetzt macht Omsi wieder einen Spacken hier. Kommen wir mal auf damit. Wo ist jetzt... Ach, wo ist jetzt die Säule hin? Da. Ja, tatsächlich. In allen Richtungen beklebt. Cool. Kann man machen. Ja. In allen Richtungen beklebt. Schön, schön. Joa.
Dann wären wir hier wieder an der Starthaltestelle. Ich bin aber jetzt mal so frech und fahre einfach hier rein. Auch wenn ich das, wenn man das ja eigentlich nicht soll, hier habe ich ja nichts verloren. Aber hier kann man sich schön hinstellen, um ein Fazit abzugeben. So, übrigens könnt ihr hier dann auch, wenn ihr die Endhaltestelle erreicht habt, auf die nächste Route wechseln. Na, wenn ich jetzt wieder nach Alexanderplatz, Ostbahnhof, das jetzt nehme und sage, ich habe Philharmonie erreicht, schildert da auch um, es ist die Warschauer Straße. So. Und dann meldet sich die Bremse. Ja, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, es handelt sich hier um eine Beta-Version. Es kann sich noch einiges verändern. Grobe Fehler habe ich jetzt nicht gefunden. Es kann aber auch sein, dass mir was durchgegangen ist, weil es gibt einfach so viel zu sehen. Sie lässt sich schön fahren. Sie hat eine angenehme Fahrzeit. Was war das? Ich glaube 20, 25 Minuten. Mich nicht lügen. 32. Eine halbe Stunde sogar. Über eine, ja, gute halbe Stunde, gute 40 Minuten. Ja, ja. 38. Das ist okay. Ist völlig in Ordnung. Also, fassen wir zusammen. Wir bekommen einen Bus. Solaris Urbino 18 Electric. Dafür wird es genug Repaints geben und alles. Bin ich mir sicher. Und wir bekommen die Linie 300. Die ist richtig schön. Lässt sich gut fahren. Man hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben auf der Karte. Wie gesagt, wer jetzt Berliner Vorstadt willen und sowas erwartet, der täuscht sich da ganz klar. Das ist halt Innenstadt. Es ist zum Zeitpunkt des Baus der U55. Da ist halt viel Bebauung. Das ist einfach so. Und Berlin wächst und wächst und wächst. Das wissen wir alle. Das ist kein Geheimnis. Alles in allem, muss ich sagen, gefällt mir das Add-on sehr gut. Also, ich habe keinen großen Klagepunkt, wo ich jetzt sagen würde, pff, nö. Wer jetzt sagt, da Berlin selber brauche ich nicht, sollte es sich vielleicht überlegen wegen dem Bus, weil es ist ein Pendant zum E-Citaro. Das muss man ganz klar sagen. Der Bus lässt sich schön fahren, er macht Spaß, er klingt ordentlich, er klingt authentisch für meine Verhältnisse. Ja, hier und da so die Übersetzung, das hapert manchmal noch ein bisschen. Und halt die Vordertür. Die Vordertür ist so laut. Die geht übrigens auch auf, wenn die Elektrik aus ist. Interessant. Okay. Ansonsten, der Bus schön umgesetzt. Gefällt mir gut. Das neue Dashboard ist gewöhnungsbedürftig. Aber meiner Meinung nach fällt das nach ein bisschen Fahren gar nicht mehr so auf. Und der Bus passt auf jeden Fall auf sehr, 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 sehr viele Karten. Man kann damit auch sehr, sehr viele Karten modernisieren. Und man kann moderne Karten wie Liestal V3 oder auch Weiden V2. Weiden V2 bietet sich sogar noch mehr dafür an, weil ja sehr viel Stadtverkehr ist und auch sehr viel enger Stadtverkehr. Also nur mit runter zum Rathaus, zum Theater und so. Da bietet sich so ein Bus an. Natürlich erweitert er auch die Berliner Flotte, also den BRT C2, die C2 Stadtbusfamilie, wenn ich mich recht entsinne. Das Add-on habe ich übrigens gar nicht, fällt mir auf. Habe ich nicht vorgestellt, habe ich nie angefragt und nie gezeigt. Okay, gut. Natürlich auch, ja, der VDL Citea LLE, der gehört ja auch irgendwie nach Berlin. Und der MAN natürlich, der Doppeldecker, ne? Die Berliner Flotte wird also um ein schönes Fahrzeug erweitert, das wir tatsächlich mit Markenlizenz kriegen, mit Solaris-Schriftzug und allem drum und dran. Mir gefällt's. Ich kann es definitiv empfehlen. Und die Linie 300 ist eine schicke Linie. Kann man nicht anders sagen. Macht Spaß. Bietet sich meiner Meinung nach im Leitstellensimulator weniger an, weil es nur eine Linie ist. Im Busbetriebssimulator, sag ich mal, für schnelles Geld auf und ab, auf und ab, auf und ab durch Berlin, geht gut. Ist so ein bisschen
vergleichbar, jetzt nicht von der Größe, aber von der Linienanzahl mit Overrad, Rösrad. Auch da kann man schnelles Geld machen mit auf und ab, auf und ab. Ich glaube aber, hier macht man vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle, weil der Linienweg halt was länger ist. Alles in allem ein abgerundetes, nettes Add-on, das die Omsi-Familie definitiv erweitern wird. Ich bin gespannt, was in der Release-Version noch verändert wurde, und ich bin vor allem gespannt, was da noch an Updates kommt und ob da vielleicht mal irgendwie noch ein Weihnachtsmarkt dazukommt oder ein Chrono-Event, keine Ahnung, hier Fußball. Also wenn die Hertha spielt, dann ist da Hölle los, oder Schienenersatzverkehr oder sonst was. Man kann vieles, vieles machen, auch wenn man nur eine Linie hat. Ich bin sehr gespannt. Von mir gibt es definitiv eine Empfehlung. Nochmal vielen Dank an Halicon für die Möglichkeit, diese Preview zu zeigen. Ich habe es diesmal, wie gesagt, sehr, sehr ausführlich gemacht. Ich habe mir viele Dinge etwas genauer angeschaut, einfach aus dem Grund, es ist eine Linie, und ich finde, wenn man eine Linie baut, dann sollte man diese so detailgetreu wie möglich bauen. Das ist hier meiner Meinung nach gut gelungen. Und ich bin gespannt, was uns noch erwartet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann habt ihr echt lange durchgehalten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!